endlich wieder angekommen, mit dem Taxi wieder zurück nach Kravaljevo, Kravalnov, was weiß ich. Schnell das Flugzeug gewechselt und zwar wieder in die vertraute Beechcraft King Air geklettert. Jetzt wollen wir mal dem Navi nochmal rumspielen, aber nochmal ganz genau hingucken. So, wo wollen wir denn hin? Wollen nach Sofia. Weiter Versuch. LBSF. Also L. B. S. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich mache jetzt nochmal den F hier. Jetzt müsste ich eigentlich einen Screendump machen. Ich schreibe mir jetzt tatsächlich mal eben länger und breiter auf, nachdem ich interessante Erlebnisse eben hatte. Weil ich habe noch keine Schreibunterlage hier. Alles ist so schön gestaffelt. Da, da kann man drauf schreiben. So, 42, 41. Grad 41. 70. Ach, Punkt. Punkt 70, das ist wieder die digitale Schreibweise. Nord. Und 23. 24, 50. Ost. Auf in den wilden Osten. Aber mein Kugelschreiber hier wieder einrasten. Kalack. Eine der wichtigsten Kontrollen. Ist meine Stimme noch, mein Palaver noch zu hören? Ja, mein Palaver ist noch zu hören, ihr Ärmsten. Also, Sofia in Bulgarien. Das akzeptieren wir auch. LBSF. LBSF, ich habe es zweimal eingegeben. Faszinierend. So, dass ich da keinen vernünftigen Flughafen mit GPS vorfinden werde, wusste ich schon. Hier gibt es auch wieder, da gibt es einen Strich. Das ist schon mal gut, das ist schon mal ein Anfang, den habe ich eben nicht gehabt. So, und nach einem altbewährten Prinzip erstmal losfliegen, dann Kopf zerbrechen, wie wir hinkommen. Mein persönlicher kleine Checkliste, nämlich Bremse und Hebel. Trimmung auf 0 und Seitentrimmung auch auf 0. Das mache ich hauptsächlich deswegen, weil manchmal sonst meine Hebel mit dem hier nicht übereinstimmen. Zittert die Lenkung? Nein, die Lenkung zittert nicht. Alles ist gut, also schnell los, solange wir noch Büchsenlicht haben. Knallt, dann zieht das auch ganz schön in die Landschaft hier. Und hoch die Mühle. Fahrwerk rein. So, 120 Knoten. Sehr schön, Höhe 1000 Fuß, da werden wir noch ein paar mehr von brauchen. Ja, auf meiner Moving Map nebenan. Habe ich noch stehen die blauen Striche von dem Irrflug von eben. Dann werde ich das gleich sehen können, wenn ich das GPS einschalte, ob wir weiter irrflügeln oder ob sich da irgendwas Sinnvolles tut. Ein bisschen mehr Höhe werde ich wohl noch brauchen, weil hier wachsen Berge. Einige davon sind im Weg. Oh Gott, habe ich viel geplappert. Das war eben ein Irrflug besonders aus. Das GPS hat mich in die Pampa geführt. Ich habe wirklich alles versucht. Ich meine, guckt euch das gerne an. Aber, oh, jetzt haben wir fast 3000 Fuß Höhe. Kümmere ich mich mal um den Autopiloten. Da steht GPS. Da steht Engage, Nav, Alt. Oh, Steuer loslassen. Mal gucken, ob man in der richtigen Richtung dreht. Ich kann nicht die Map nochmal einblenden hier. Und Sofia müsste nämlich in dieser Richtung hier ungefähr liegen. Dass er jetzt eine komische Linie fliegt, liegt daran, weil er will auf den roten Strahl zurück, der auch vom GPS angezeigt wird.
Ach, hier drin wird's kühl. Gesundheit, danke, bitte. Ja, noch stimmt alles. Auf dem Display ist jetzt auch der rote Strich zu sehen. Das kann ich auch noch einblenden hier. Das heißt, im Moment wieder auf den roten Strich zurück. Und der, so nach meinem Augenmaß, mal Pi, würde ich sagen, das passt schon Richtung Sophia. Was eben falsch war, ist mir auch nicht ganz klar. Na, jetzt dreht er ein. Über die Maps wir so wieder wegmachen. Wir auch wieder wegmachen. 36 Minuten Zeit nimmt er soweit theoretisch an. Wir sind mit 206 Meilen pro Stunde unterwegs. Das ist ganz ordentlich. Aber wir fangen an zu eiern. Das gefällt mir natürlich nicht ganz so. Na doch, jetzt hält er sich. Eigentlich noch im grünen Bereich sein, ja. Die Steuerungsinstrumente zittern nicht. Das heißt, mit meinem Steuerungsgeschichten hier ist alles in Ordnung. Also kommt zum Programm. Also dürften es tatsächlich Luftbewegungen sein. Thermik oder sonstig komische Sachen, die einem so passieren können im Ausland. So, Drehung, das scheint alles okay zu sein. Höhe halten wir. 3200 Fuß im Moment. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Und eben hat er mir hier auch angezeigt. Den noch einen kleiner machen. LBSF, das ist die Kennung von Sophia. Und das zeigt dann diesmal auch richtig an. Ganz im Gegensatz zum vorigen Versuch. Das lief unterdurchschnittlich gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das am Flugzeug liegt. Ich fliege jetzt ja wieder die Beechcraft King Air. Naja, King, ich glaube King Air heißt das Ding. Und vorher diese Baron. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Standardflugzeug ist oder ob das so ein privat dazu gesteuert ist. Aber ich glaube, das ist eine Standardmühle. Also hier zum Flugzeug, zum Simulator gehörend. Und nicht irgendwo aus dem Internet herausgesaugt oder so. Als Privatprojekt. Und demzufolge sollten wir eigentlich ankommen können. Ja, was ist das mit der Höhe? Ich denke schon. Ach, das wird schon gehen. Ja, ja, das passt schon. Ja, hier kann man schon gleich wieder einen schönen Screenshot draus machen. Obwohl mit Screenshot muss man eigentlich näher dran sein. November 03 X-ray. Papa, Y heading 280.
Heading 280, November, 03, X-ray, Papa. Oh, der Tower schon so weit weg. November, 43, X-ray, Sierra, Bravo, Kilo, Papa, Romeo, Altimeter, 2982. November, 01, X-ray, Papa, climb and maintain, flight level 350. Up to flight level 350, November, 01, X-ray, Papa. Hat irgendjemand eine Ahnung, was das Flight Level 350 ist? Sind das 3000? November, 03, X-ray, Papa, fly heading 290. Heading 290, November, 03, X-ray, Papa. Was Flight Level 3350 ist? Sind das 3500 Fuß oder was ist das? November 03 X-ray Papa. Fly heading 320. Heading 320. November 03 X-ray Papa. Ja, das hat schon mal jemand gesagt, dass das ziemlich nervig ist, dass man wirklich jede Meldung kriegt, dass ein und dieselbe Maschine irgendwie 20 Mal neue Flughöhe zugewiesen kriegt und das dann irgendwann nervig werden kann. Bravo, Kilo, Papa, Romeo, Altimeter, 2982, November, 43, X-ray, Sierra. So, damit müsste wieder Ruhe herrschen. Gibt eine sehr schöne, sehr schönes Plugin, das ich jetzt gerade installiert habe, das muss ich nachher vielleicht mal wieder aufleiern, wo die komplette Flugkommunikation sehr viel schöner gemacht wird mit Hallo, wie geht's und so weiter. Da können wir mal rumspielen mit. Aber momentan, ich bin schon ganz ausgeleiert heute, weil ich heute schon so viel geflogen bin. Wir haben es jetzt irgendwie hier 14.27 Uhr, sehe ich gerade. Und ich müsste eigentlich mal bei Gelegenheit über das Frühstücken nachdenken. November 02 X-ray, Papa. Fly heading 360. Heading 360, November 02 X-ray, Papa. Bin ich das? Normalerweise steht der Rufname auf dem Autorenbrett drauf. Da. November 43 X-Ray Sierra. Ja. Mal gucken, sehe ich irgendwas. Da ist eine größere Stadt. Halb links vor uns. Und die könnte heißen Lanzarica oder sie könnte heißen Selvage. Entweder sind das häufiger mal Städte, die so ineinander übergehen, so wie Bochum und Köln oder so ähnlich. Oder das sind wirklich zwei gut verschiedene Städtchen. Immerhin, da können sie sich schon Hochhäuser leisten. Können wir uns ja mal näher angucken. Ob die hier auch einen eigenen Flughafen hätten? Caution, was heißt denn hier Caution? Habe ich meinen Autopiloten zufällig gerade abgeschaltet? Ja, sieht ganz so aus. Hat sich selber abgeschaltet, was ist denn nun los? Ah, die ganze Avionik, ist sie ausgefallen oder habe ich sie eben aus Versehen abgeschaltet? Hier sind ja Schalter in der Gegend, vielleicht bin ich da wohl hingekommen. Na, mal eben so lange das dafür sorgen, dass das Flugzeug wenigstens eine Zeit lang geradeaus fliegt, ohne mal nötiges zu tun. Master Power. Wir haben einen Ausfall. Na, das ist ja, also irgendwie. Ist das heute nicht mein Tag oder so? Was macht man nun? Wieder rechts ranfahren? Naja, komm, was haben wir ja wenigstens noch? Irgendwo. Da oben. Naja, und ganz ehrlich, ich habe meine Moving Map nebenbei, also irgendwie
Flugkörperbuschel hin. Aber ich hätte es jetzt schon toll gefunden, wenn man wenigstens die Flugrichtung nicht wahr. Aber immerhin, die Route Master Alarm Leuchte ist ausgegangen. Da ist aber Warning dafür, ne? Inverter, gut. Inverter. Gibt's Inverter, das weiß ich. Terminal Power, Avionics Master Inverter. Möchte immer noch einen Inverter. Damit hatte ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Ich bin relativ sicher, dass ich irgendwelche Katastrophensituationen nicht eingeschaltet habe. Was ist eigentlich ein Inverter? Das ist sowas wie ein Gleichrichter. Gelandet sind, werde ich als erstes dem Platzkommandeur von Krawall, was weiß ich noch, eine E-Mail schicken, er möge bitte den Wartungstechniker erdrosseln. Und vor Ort werde ich dann die Techniker so lange schikanieren und schlagen, bis sie das repariert haben. Das wird also in der Zukunft nicht wieder passieren. Das ist ja wirklich lästig. Aber alles ausgefallen hier. Wahrscheinlich ist irgendwo eine Sicherung durch oder so. Und währenddessen muss ich das Flugzeug in der Luft halten. Immerhin, ich habe ja zum Glück hier meine Moving Map nebenher, die davon nicht betroffen ist, die es also offiziell eigentlich gar nicht gibt, die sich aber gerade als sehr nützlich erweist. Sonst müsste ich den Flug nämlich sofort abbrechen, weil, wie soll ich denn Sophia finden? Ich meine, eher schlecht nach mich fragen. So, Höhe ist jetzt gut. Muss ich die Höhe noch von Hand halten? Belästig. Also, die altmodische ein bisschen trimmen. Also Sophia taucht auf meiner Moving Map schon mal auf. War schön. Wenn man nach Sicht fliegt, sind Wolken nicht so schön. Wir
vorbeifliegen. Wie soll ich denn sabbern und plappern, wenn ich mich wenn ich mich nebenher noch aufs Flugzeugfliegen konzentrieren muss? Bestimmt ist irgendwo eine Sicherung rausgeflogen oder so was. Schalter hinter dem Dings da, da irgendwo was ist, im Argen liegt. Ja, wenn man Flugzeug selber fliegen muss, wird es nicht unbedingt bequemer. Aber dem Ingenieur ist ja nicht so schwer bekanntlich. Sogar die Temperaturanzeige ist hier ausgefallen. Das ist schon fast albern. Dreckstechnik. Ja, der Höhenmesser sagt, ich falle. Kann ich natürlich nicht zulassen. Also trimmele ich ein bisschen herum. Seite zur Seite rausgeguckt. Habe ich hier irgendeinen Schalter gedrückt? Wir sind ja Strom und so weiter. Ignition. Ist hier unten Battery. Generator One. Warte nochmal. Ach ja, als hoch geht er nicht. Generator 2 noch dasselbe. Wo ist denn mein künstlicher Horizont geblieben? Da hinten, als Backup-Instrument, na super. Relativ sprachlosen Flug erleben. Ja, müsst ihr halt durch. AIM ist manchmal kalt und grausam. YouTube ist kein Ponyhof. Zeigt mir eigentlich das grüne Instrument da links unten. Dem Pfeil zeigt es mir eigentlich wenigstens noch die richtige Richtung an nach Sofia. Noch einen Tick rüber. Ja, scheinbar nicht. Die Richtung so, also der Pfeil selber schon noch so Richtung Sofia zeigt, aber ich glaube irgendwie den hat es zerlegt. Naja, mal sehen. Ach ja, ohne Moving Map hätte ich jetzt hier die Pappnase auf. Ich meine, ich habe auch so die Pappnase auf, oder hätte ich noch viel pappiger die Nase auf. Jetzt kann ich im Prinzip daneben sitzen und loslassen. Er hält Kurs, er hält Höhe ziemlich genau. Ich brauche also immer nur einzugreifen, wenn er aus der Drehung hält. Trotzdem, das hätte auch einfacher sein können. Was haben wir denn da gut stehen? Landing Lines.
Tower, die sind eigentlich meines Wissens hier unten. Aber wieder um Navigation, ne? Und Kommunikation. Aber ich drifte ein bisschen ab, ja. Nur ein wenig. Also, was haben wir hier alles? Navlines. Audio. Und Nav. Pilot Audio ist das alles. Komm 1, Nav 1. Schalter aus Versehen umgelegt hätte. Aber soweit ich, soweit ich mich entsinne, sind hier unbeabsichtigte Vorfälle nicht eingestellt. Also eigentlich gar nicht so gewollt. Aber gewollt. Irgendwie ist da vor mir so eine Art Berg, ne? Ausgefallen, sonst fliege ich hier gleich mit heißer Luft. Das ist heute irgendwie nicht mein Tag, habe ich den Eindruck. Naja, ich schmeiß die Kiste ja immer irgendwo hin, aber mit Sprit fliegt sich das so schon aus Prinzip eigentlich besser. Sich darauf konzentrieren, dass das Ding so halbwegs in die richtige Richtung fliegt. Und wieder ein bisschen Höhe gewinnt, damit wir da vorne nicht zerschellen. Ich hab trotzdem Kohl ab. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwas zu essen machen. Wie weit das weg ist, kann ich jetzt auch nur schätzen, weil meine Minimap hier, wie gesagt, keinen Maßstab hat. Sinnigerweise. Ja, und weil leider auch die Bordelektronik hier ausgefallen ist und mir demzufolge mein schönen Garmin-Hexenwerk herzlich wenig bringt. Aber ich muss hier noch ein bisschen anziehen. Steigt zwar langsam und stetig, aber so langsam für meinen Geschmack und für den Geschmack des Berges auch. Das würde mir jetzt ja noch fehlen, ne? Schöne tiefliegende Wolken über Sofia. Dann käme der Spaß erst richtig in Fahrt. Ja, ich habe meinen künstlichen Horizont ja noch auf den externen Armaturen. Ich kann auch in der Folge jetzt die Lagerkontrolle machen. Ich könnte sie auch im Flugzeug machen, ich müsste dann halt darüber gucken. Da ist ja ein zweiter. Aber
So fliegen, der Chris, ja, Halsstarre. Genickstarre, Halsstarre, ich bin hier sowieso schon. Wir haben Schluss mal probieren, dann haben wir wieder. Zurück, weil ich verliere ein bisschen die Richtung aus den Augen. Ja, das wird ein langweiliges Video. Wenig Geplapper, viel Aufregung und das alles, weil wahrscheinlich auch ohne Sicherung durchgebrannt ist. Über Sofia wird es dann interessant, den Airport zu finden.
hier aus müsste es eigentlich auch bergab gehen. Also nicht nur mit mir, sondern auch mit der Fliegerei, weil unter uns eigentlich keine mehr sein dürfen. Doch, 5300 Fuß ungefähr haben wir jetzt. Aber gehörig Gegenstein. Ach, guck an! Ich glaube, ich brauche das Bodenradar nicht mehr. Berge müssen wir aber dennoch rüber. Auf drei Viertel Kraft voraus beschleunigen. So, haben wir da noch einen Pass, über den durch den ich fliegen könnte. Ja, boah. Vielleicht ist dieses schon der Pass. Das ist ja immer sehr schwer umzusetzen. Dann müsste nämlich Sofia genau hinter diesem Hügel liegen. Zumindest sagt das hier meine externe Moving Map. Da kann man immer nur
mal hoffen, dass die Programmierer des Flugsimulators das auch so einigermaßen umgesetzt haben. Und dann lasse ich die Mühle erstmal reparieren. Dann ist für heute auch erstmal gut. Wir heute schon so ganz tüchtig geflogen. Da vorne allerdings sieht das sehr neblig aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Naja, muss ich das Mondradar nochmal anwerfen. Jetzt genau zu auf Kostinbronn, was irgendwie so nordwestlich von Sofia mehr oder weniger direkt angetackert liegt. Ja, ich glaube, wir können tatsächlich unter der Wolkendecke bleiben. Über diesen kleinen, ja, Mini-Gebirgszug da auf uns noch hinweg. Und dann müsste eigentlich auf der rechten Seite auch schon Sofia erscheinen. Oder da der Flughafen ist, werden wir rausfinden müssen. Das könnte jetzt, was wieder so halb rechts ins Bild kommt, könnte natürlich eine riesige Schneezunge sein oder einfach ein Programmierfehler. Oder vielleicht ein See gibt es da einen Fluss gibt es da, glaube ich, ne? Weiter ranzoomen hier. Komm zu mal erst dann. Ja, da ist irgendwie was Feuchtes. Was ist eigentlich, wenn der Flughafen überhaupt nicht in Sofia drin ist, sondern irgendwie 30 Kilometer weit weg? Dann wird das ja interessant. Licht ist auch eher bedenklich hier. Nicht gleich wieder schlagartig irgendwo im Dunkelgrau versinken. So, rechts von uns direkt müsste Bankia sein. Oder vielleicht ist das was. Aber wir fliegen ja Bankia. Ja, und dann müssten wir eigentlich da vorne irgendwo auch schon Sofia sehen. Das muss hier Bankia dann wohl sein, vermute ich. So, Flughafen. Sag mal Bescheid, wenn ihr etwas seht, was irgendwie wie ein Flughafen aussieht. Normalerweise könnte ich jetzt sagen, oh, da google ich dann immer einfach. Ich kann jetzt nur leider das Steuer nicht so lange allein lassen. Ich muss hier tatsächlich mal gucken, wo ich lang fliege. Jetzt kann ich natürlich meine Moving Map hier dazu benutzen, einen Flughafen zu suchen. So dass die Map sich zwar moved, aber leider nicht so schnell wie ich es gerne hätte. Autobahnkreuz ist zum Beispiel schon mal gut zu erkennen. Ein Flugplatz da oben. Dobroslavsi Senio irgendwas. Aber das könnte eine Landebahn sein. Wie ein internationaler Flughafen sieht das jetzt auf dem Bild nicht aus. Naja, schauen wir mal, ob hier irgendwo was blinkt. Geradeaus zum Beispiel sehe ich zwei Lampen. Das wäre natürlich der Kracher, ne? Wenn genau da die beiden Anflugleuchten der Runway wären, dann wäre das ja Maßarbeit. Aber schaut euch mal an, hier haben sie sich richtig mal ein bisschen Mühe gegeben, ne? Sofia ist eben doch eine Großstadt.
fliegen jetzt über den Sowieso Park. Westpark. Westpark heißt er. Zwei weiße Lemmys. Ey, das wäre natürlich der Killer, wenn das genau der Flughafen wäre. Ich bin mal bereit, darauf zu wetten. Nimm Gas weg. Lass die Mühle dahin sacken. Mach mehr Gas weg. Und richtig schön sacken lassen. Das ist der Flughafen. Ich werd weich. So viel Schwein kann man doch gar nicht haben. Dann gewinnt man leider Geschwindigkeit. Das ist beim Landen gelegentlich nicht unbedingt hilfreich. Machen wir das anders. Fahrwerk raus. Das ist immer eine super Bremse. Gas komplett raus. Erstmal tüchtig runter. Damit ich dann gleich im Gleitflug Geschwindigkeit abbauen kann, damit ich die Landeklappen rauskriege, ohne dass sie gleich wieder abgefetzt werden. Da weiß, rot, genau. Das ist jetzt eine Idee zu tief. Meine Idee zu schnell. So, jetzt versuche ich mal eine Landeklappe rauszufahren und hoffe, dass sie nicht abreißt. Na, gleich 140 Knoten. So, jetzt Landeklappe raus. Jedenfalls mal wieder vielen Dank für eure Engelsgeduld.